Zugeschaltet ist uns Professor Carlo Masala, Militärexperte und Politologe der Bundeswehr-Universität von München. Willkommen und guten Morgen bei Welt, Herr Masala. Wie bewerten Sie denn die aktuelle Entwicklung in der Ukraine, eingedenk der Tatsache, dass Lysychansk, also nach Worten von Selenskyj, zumindest vorerst aufgegeben wurde? Naja, ich sag mal so, das war eine Entwicklung, die war abzusehen. Nachdem Severodonetsk gefallen ist, war es auch abzusehen, dass Lysychansk gefallen ist. Die russischen Streitkräfte haben dort halt eine Übermacht an Feuer, das muss man ganz einfach so sagen. Die beträgt ja teilweise 20:1, wenn man Artilleriegeschütze nimmt, sodass die Präsenz der ukrainischen Streitkräfte dort zur Verteidigung dieser Städte natürlich auch Verzögerungsgefechte waren. Der Oblast jetzt fast vollständig oder ganz in der russischen Kontrolle ist, war auch etwas, was abzusehen ist. Von daher, es kommt nicht überraschend. Und es hat sich lange Zeit die Frage gestellt, inwieweit die Verteidigung dieser Stadt überhaupt sinnvoll ist angesichts der russischen Übermacht. Aber wenn man das unter dem Blick von Verzögerungsgefechten und sozusagen russische Kräfte binden sieht, dann hat es schon Sinn gemacht, dort so lange auszuharren. Jetzt hat es Thomas Kluge ja gerade schon gesagt, es sei ein vorübergehendes Zurückziehen. So hat sich der ukrainische Präsident geäußert. Er hat ja auch gesagt, mit modernsten Waffen würde die ukrainische Armee zurückkehren. Von dem, was wir jetzt wissen, was bereits geliefert wurde, von dem, was noch angekündigt ist, worauf bezieht er sich? Wie realistisch ist das, dass da diese Region auch entsprechend mit modernen Waffen zurückerobert werden kann? Naja, ich glaube, das muss man in einem breiteren Zusammenhang sehen. Man muss es sehen, ob diese angekündigte eigentlich für Juli, dann für August, jetzt gibt es die ersten Hinweise erst im Herbst, angekündigte große Gegenoffensive der Ukrainer stattfinden wird. Wenn die in der Lage sein wird, die russischen Kräfte wieder zu entzerren, dann ist es durchaus möglich, dass man an diesen Stellen wieder angreifen kann und den Russen Territorium abnehmen kann. Weil momentan sieht es ja so aus, seit einigen Wochen, dass die Russen sich mit ihrer Armee auf extrem kleinste Punkte konzentrieren, um diese zu erobern. Von daher haben sie dort sowohl eine personelle Übermacht als auch eine Übermacht sozusagen der Waffensysteme. Wenn man jetzt aber in der Lage ist, an dieser 1200 Kilometer breiten Front an verschiedenen Stellen punktuell anzugreifen, die russischen Kräfte aus dem Donbass zu zwingen, sozusagen sich an andere Stellen zu verlagern, werden sie dort ausgedünnt, sowohl personell als auch materiell. Und dann besteht natürlich die Möglichkeit, dort Geländegewinne zurückzubekommen. Aber die Frage ist halt, wann diese angekündigte ukrainische Großoffensive, die sehr stark von dem Zufluss westlicher Waffensysteme abhängt, kommen wird.